Ja, keine Ahnung. Das ist der größte Fehler meines Lebens. Auf jeden Fall habe ich mich irgendwie nach und nach auf den eingelassen und ich meine, es war jetzt auch kein Drama. Ich bin ja mit Daniel nicht fremd gegangen, wir waren ja auch nicht zusammen. Aber ja, der hat halt vom, das war halt wieder so ein Typ, das war ein absolut krasser Kontrollfreak, ne? Und der hat halt Dinge von mir verlangt, so von wegen, ich war mittlerweile selber im Knast, ich weiß, wie schlimm das ist, solche Briefe in den Knast zu kriegen. Und dann auch noch gerade von der Frau, die man liebt. Ja, auf jeden Fall war es danach kaputt, es war einfach vorbei. Ich habe ihn dann nach den 5 Jahren Knast, als er dann endlich entlassen wurde, auf der Straße getroffen. Und das Allerschlimmste war, dass er an mir vorbeigelaufen ist, als würde er mich nicht kennen. Das war schon krass. Naja, auf jeden Fall, aber das ist. Er hat mir halt in diesem. Die Zeilen in diesem Brief waren halt extrem übel, ja. Also, man muss sich halt mal vorstellen, ich war noch im Knast und sagte zu mir, wenn du rauskommst, wird geheiratet. Und dann kommt so ein Brief da rein, also, ich begreife das bis heute nicht, warum ich das getan habe, ja. Aber das war wieder halt so ein Mann, der hat mich so an den nicht vorhandenen Eiern gehabt, der hat mich so manipuliert, der hat mit mir so psychische Spielchen abgezogen. Ich durfte bei dem gar keine Freunde haben, ich durfte nichts. Und gerade ich bin halt jetzt nicht gerade die, die sagt, ja, mach ich, sondern ich hau auch schon mal zurück und was willst du von mir? Ich darf das und das nicht, ich darf das nicht anziehen, tschüss. Also aber bei ihm, ich weiß nicht, ich bin bei ihm geblieben. Jeder, der mich kannte, hat gesagt, Nadja, was ist mit dir kaputt? Was willst du von diesem Typen? So kennen wir dich alle gar nicht. Ja. Ich weiß es bis heute nicht. Auf jeden Fall. Musste ich da so Dinger reinschreiben, wie von wegen, ich habe jetzt einen neuen, der ist viel lieber zu mir. Was bildest du dir eigentlich ein, dass ich hier noch ewig auf dich warte? Du kriegst es doch. Also richtig miese Kacke einfach, ja. Und das auch noch im Knast in der Zelle. Und dann auch noch von der Frau, die du liebst, wo vorher noch drüber gesprochen wurde, zu heiraten. Also. Ich habe auch, also, es ist nicht so, dass ich den Brief einfach geschrieben habe und hab gesagt, ja, schick weg, sondern ich habe schon auch versucht, diesen Brief abzufangen oder diesen Brief. Ich wollte auch sagen, so, oh komm, ich schmeiß ihn ein, so. Ja, der wusste schon, wie er es macht. Nee, ich bringe die Mimi morgen gleich mit auf die Arbeit, hatten wir uns nie gekannt. Das tut schon weh. Auf jeden Fall haben wir aber jetzt wieder Kontakt. Ich habe ja nicht aufgegeben, ich habe das geklärt. Ein guter Freund von mir damals hat auch mir mitgeholfen. Hat ihm auch verklickert, dass dieser Mann mich einfach zu vielen Dingen gezwungen haben konnte. Also er konnte mich zwingen, obwohl ich verstehe es bis heute nicht, wie das passieren konnte. Ja, und ja, heute haben wir halt wieder so Kontakt, aber es ist halt einfach ein Knacks drin. Es ist einfach nicht mehr so, wie es war. Ja, im Endeffekt mit ihm zusammen, wie gesagt, ich habe mit 26 erst mit Heroin angefangen. Mit ihm zusammen war ich eigentlich mehr so der also der Zuhause-Konsumierer. Wir waren halt immer große Mengen einkaufen, so für uns für eine Woche. Also quasi so, was weiß ich, zu 2-10 Gramm Edge und ein bisschen Gras und keine Ahnung, halt so eingedeckt für eine Woche, dass man halt dann nicht ständig am Bahnhof stehen muss. Beziehungsweise ich kannte damals den Bahnhof auch nicht und so weiter. Ja, und auf jeden Fall ging das so die ganze Zeit. Wir Frauen sind ja dafür bekannt, dass wir in vielen Dingen sehr exzessiv sind. Und sowas natürlich auch mit den Drogen bei mir. Für mich war das halt alles neu und. Und wie sagt man, neu und spannend.
Und ich konnte halt auch nicht genug kriegen, ne? Und er hat es halt alles bis zu einem gewissen Punkt mitgemacht. Und dann hat er irgendwann gesagt, Nadja, ich mach Schluss mit dir. Ich kann dich nicht sehen, wie du dich kaputt machst. Dafür liebe ich dich einfach zu sehr. Und damals habe ich das nicht verstanden. Da habe ich ihn halt angeguckt, habe gesagt, sag mal, willst du mich gerade verarschen? Ich habe alles für dich getan. Ich habe alles für dich getan. Und nur weil ich jetzt mal ein bisschen drauf bin, verlässt du mich? Ja, heute verstehe ich das sehr gut, weil... Oh, Moment, mir ist der Popo ein bisschen kalt. Boah. Auf jeden Fall verstehe ich es heute, denn er hat mir damit halt echt die Chance gegeben, mich oder beziehungsweise dafür zu kämpfen, von der Scheiße wieder wegzukommen. Wären wir zusammengeblieben, hätte ich wahrscheinlich nie probiert. Also seitdem unsere Beziehung auseinandergegangen ist, habe ich halt angefangen zu kämpfen mit Entgiftungen und dies und das und jenes. Ich bin dann halt auch von seit der Trennung halt immer mehr auf Richtung Bahnhof gegangen. Ich habe dann irgendwann ohne alles dort gestanden und habe mir dann gedacht, siehst du, so schnell kann es gehen, jetzt stehst du selber hier. Ja, und seitdem ich jetzt in Frankfurt wohne, ging alles nochmal schlimmer. Trotz allem, um das vielleicht noch zu erwähnen, mein Vater ist heute nur noch mein Erzeuger für mich. Also den Kampf habe ich irgendwann aufgegeben. Und meine Mutter habe ich sehr oft enttäuscht. Hatte auch fünf Jahre gar keinen Kontakt zu ihr. Aber diese Frau steht hinter mir. Egal was passiert, sie ist immer da und sie ist meine Mutter. Ja. Und das ist auch zum Beispiel jetzt was, das habe ich mir jetzt wieder so aufgebaut. Ja, da bin ich auch stolz drauf. Und meine Mama gebe ich jetzt auch nicht mehr her, sie weiß auch jetzt alles von mir. Wir sind ganz offen und ehrlich miteinander. Sie weiß auch, dass ich für mich jetzt nach dem ganzen Kampf Entgiftung wieder drauf, wieder clean, wieder drauf, wieder clean, wieder drauf, halt für mich einfach entschieden habe, dass ich niemals ein suchtfreies Leben führen kann, weil ich liebe diese Scheiße halt auch irgendwo einfach zu sehr, um zu sagen, ich nie wieder, damit würde ich mich selber belügen, aber ich will auch nicht dieses diese Entzugssituation mit dem Körper, ja, also ich habe es 2,5 Jahre gemacht, ich habe kontrolliert konsumiert, das können halt nicht viele. Und viele, die das jetzt sehen, sagen, ja klar, laber du nur. Ich weiß, dass ich es gemacht habe, ich weiß, dass ich es konnte und ich kann es auch wieder. Ich denke, jeder sollte für sich seine Entscheidung treffen, wie er konsumiert möchte. Mir hat es halt geholfen, dass ich gesagt habe, okay, dann lieber einmal im Monat, aber dafür jeden Monat. Als wenn ich sage, nie wieder, und dann bin ich ein halbes Jahr clean und dann kracht es richtig und wer weiß, vielleicht ist das mein Todesurteil. Also, ja, das war schon okay für mich und ja, wenn es mal 2 Monate dazwischen sind, dann ist es auch in Ordnung. Auf jeden Fall, ja, ich habe halt auch immer, um das noch kurz zu erwähnen, ich habe immer außerhalb von Frankfurt gewohnt, ich wollte nie hierher ziehen nach Frankfurt. Im Endeffekt war das auch so eine Sache, dass ich eine Umschulung begonnen habe zur Kaufmann für Büromanagement. Das war hier in Frankfurt bei der Taz. Und durch meine Beziehung mit diesem Depp da ging das halt auch in die Hose und ich musste diesen Job leider beenden. Und um diesen Job, ich wollte ihn ja unbedingt machen, um diesen Job weiterführen zu können, bin ich halt nach Frankfurt gezogen, weil dieses Amt eben mit diesem, mit der Taz sehr eng zusammenarbeiten. Weil ich war damals aus Offenbach gekommen und das war halt meine einzige Chance, diese Umschulung noch zu machen, weil eben das Amt mit dieser Taz sehr eng zusammenarbeitet. Was aber Pustekuchen war, ich kam nach Frankfurt und es war mein Absturz. Das war schlimmer denn je. Also ich bin jetzt wieder nochmal 41, für die gerade jetzt das reinschauen vielleicht.
Ich hatte, egal was war, ich hatte immer eine Wohnung. Ich hatte immer irgendwie, keine Ahnung. Aber hier habe ich es geschafft, das erste Mal obdachlos zu sein. Ja, und dann war ich ganz obdachlos. Ja, obdachlos, das war nochmal so richtig ein Schlag ins Gesicht. Das war noch die härteste Erfahrung. Und dann habe ich, da, wo ich euch ja gerade erzählt habe, so von wegen, jetzt stehe ich am Bahnhof, jetzt habe ich es geschafft. Also, als ich dann da am Bahnhof saß, auf der Treppe und gesagt habe, so, jetzt bin ich obdachlos, jetzt hast du es geschafft. Da war ich ganz unten angekommen. Ja. Aber ich bin eine Kämpfersau. Mittlerweile habe ich eine Wohnung. Ja, ich bin auf der Entgiftung angemeldet. Ich gebe nie auf. Irgendwann werde ich schon schaffen. Ja. Und für die, die, keine Ahnung, irgendwelche Leute draußen haben, die jünger sind, ich gebe wirklich nur jedem auf dem Weg mit. Ich bereue bis heute diese scheiß erste Age-Nase gezogen zu haben. Ich sage jedem, lass die scheiß Finger von mir reden. Es ist nicht wert. Es nimmt dir alles. Es nimmt dir einfach. Ja, und zu guter Letzt, für die, die mich kennen und die immer noch bei mir sind, ich danke euch, dass ihr mich nie aufgegeben habt. Ich habe euch lieb. Ja, bis bald.